Ich kann hundertprozentig nicht alles sagen, was ich sagen will, aber ich kann hundertprozentig alles malen. Moral. Du hast sehr schnell gesprochen Sehr gerade. schnell. Aber ihr Spanier habt ja auch viel Temperament. Haben wir ja auch, ja. Ja. Aber ich bin lang hier, ich habe ein bisschen die Temperament verloren, denke ich mir. Willst du damit sagen, in Deutschland ist nicht so viel Temperament und man wird Nein, ein im bisschen Grunde, gebremst? ja, Ja. sehr, sehr. Findest du das schade? Nee, überhaupt nicht. Nee, ist auch gut. Aber wir reden später darüber, wie du nach Deutschland gekommen bist. Ja. Jetzt müssen wir erst mal sagen, und wie Sie schon sehen, du bist Maler. Malerei Ja. ist deine Sprache. Nur, ja. Und total toll, du hast Picasso kennengelernt. Ja. Wie ist das passiert? Mein Professor, das war mit Picasso befreundet und dann hat mich eingeladen, mitzukommen nach Malaga. Und da bin ich gegangen und dann war ich da eine Stunde, mehr nicht. Und wusstest du damals, als du ihn getroffen hast, dass der so groß Ich, ist und so ein nein, Name? nein, ich wusste von seinem Namen, ich wusste, aber dass er so groß war, habe ich nicht gewusst. Nee. War es denn ein netter Mann? Das war ein super guter Maler, für mich mein Idol, aber als Mann war nicht so besonders gut. Weil. Besonders mit den Frauen. Der hat die Frauen sehr, ja, riesen Macho. Ja. Aber genug von Picasso, Ja. wir reden über dich. Was bedeutet es für dich zu malen? Es ist alles, was ich konnte. Ohne Malen kann ich nicht Nicht leben. Es leben. kann nicht, also ich male immer. Es ist alles Fantasie, weil das hat dieser Professor mir das beigebracht. Du musst malen, was in deinem Bauch drin steckt. Und seitdem, ich falle mit deinen Augen, fange ihm an. Ich habe keine Ahnung, wie das Bild zu Schluss ist. Und dann mache ich weiter und irgendwann kenne ich den Titel und die alle Sachen. Du Ja. malst ausschließlich Nur Menschen. Menschen, was mit Menschen zu tun hat. Und du hast zu Menschen eine sehr besondere Tja. Beziehung und vor allen Dingen zu Kindern. Auch. Was er mit Kindern macht, darüber reden wir gleich. Jetzt schalten wir erstmal ganz kurz in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Hi, das ist Michi und das ist ein Teil vom kreativen Projekt, was wir gerade haben. Und das ist Boris, der Musikkreative bei uns. Unser Projekt heißt Neo Nation X und es ist eine Symbiose aus Film und Musik. Im Prinzip steht der Name für die Idee, eine neue Nation aus dem Boden zu stampfen. Warum die Welt unser Projekt braucht? Also erstens ist es tatsächlich sehr innovativ in der Form, dass solche Projekte schwierig haben in letzter Zeit wirklich, weil es ist schöne Musik, sehr harmonievolle. Es ist auch eine Symbiose aus elektronischer Musik und Rockoper, sehr viel Vocal, sehr viel Gesang und sehr viel Harmonie. Und das geht leider weg. Also die Musik wird viel, viel einfacher. Und es ist doch schön, wenn man in sowas Kompliziertes reinhören kann. Dabei ist es immer noch poppig. Der Support von außen, von größeren Instanzen fehlt dafür. Das ist einfach zu aufwendig. Ja, beim Label wird man schon also ganz unten abgeschnitten, wenn man sowas vorhat. Und wenn man einem Label eine Idee bringt, wo es heißt, okay, wir drehen jetzt solche Sachen und wir nehmen solche Sachen auf, Gesang oder Musik oder wie auch immer, die schneiden schon am Anfang ab und sagen, hey, wohin damit? Wir brauchen viel zu große Investitionen, es kostet viel zu viel Zeit. So. Und das war die einzige Möglichkeit für uns, das selber durchzurocken. Es haben sehr viele Profis mitgemacht, mittlerweile mehr als 100 Leute daran beteiligt. Und keiner hat Gage dafür bekommen. Alle haben aus reinem Interesse, aus reinem Wollen mitgemacht, weil die das Zeug cool fanden. Im Idealfall bringt man das Ganze auf die große Bühne. Es ist auch nicht einfach nur ein Konzert. Es wird eigentlich eine Show. Und wenn man Konzert weiterentwickelt zu einer Show und bei einer Show auch noch weitergeht und verschiedene Elemente zusammenmixt, so dass man einzigartig auch nochmal ist und etwas Neues auf den Markt bringt. Und vor allem auch, dass man die Leute begeistert damit. Das ist eigentlich das Hauptziel, dass die Leute etwas Neues sehen, etwas Buntes, etwas Schönes, etwas, was noch nie gegeben hat. Das ist eigentlich so das Ziel. Um größere Ziele zu erreichen, um weiterzugehen, brauchen wir einfach Unterstützung von den Leuten, also wirklich Crowdfunding, was zurzeit ja wirklich in ist und auch funktioniert. Es ist auch wirklich wahrscheinlich ein Beispiel, was man erreichen kann, wenn man daran glaubt. Alles ist möglich. Man muss nur wollen und man muss irgendeine Vision haben. So, und wir sind im Atelier in Ditzingen von Luciano Moral, ein ganz toller Maler hier aus unserer Region. Und du gibst dein Wissen weiter an die Kleinsten der Kleinen, an die Kinder, gell? Warum machst du das? Ich liebe die Kinder. Das sind Kinder mit Problemen. Also es sind alle Kinder mit viel, viel Problemen von den Familien. Ich mache das so gern, dass für mich
Ja, ist ein Teil von mir. Wo machst du das? Gehst du an Schulen? Ich habe 4 Schulen. Okay. Insgesamt 60 Kinder insgesamt. Ja. Also ich mache so Kunsttherapie, kann man sagen. Okay. Die Kinder, dadurch, dass ich keine Lehrer bin, die haben mit mir ganz anderes Vertrauen. Mhm. Die erzählen mir alles, wie bei der Familie ist, ob sie Hunger haben. Manche Kinder sind ja geschlagen. Mhm. Oder, ja. Und hast du irgendeine Geschichte, die du uns erzählen kannst mit einem Kind, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich habe ein Kind, wo er ganz, ganz Schlimmste gelebt hat. Er hatte aus Kosovo. Und er hat miterlebt, dass seine Mutter vergewaltigt geworden ist und hinterher umgebracht von den Soldaten. Mhm. Und er ist zu mir gekommen, den konnte ich nicht mal einfassen. Mhm. Er hat mit einem Trauma für das ganze Leben. Und den habe ich erreicht, dass er sogar von der Förderschule auf eine Grundschule gewechselt ist, weil er war total intelligent. Mhm. Und die Bilder, die Kinder malen, sind für mich wie Briefe. Mhm. Es steht alles drin, wie bei der Familie ist. Und manche kommen in die Schule und sagen, Herr Moral, ich habe Hunger. Die kommen ungefristigt, ungewaschen, manche. Und da gehst du eine Brezel lesen oder irgendwas. Und ich mache das total gern. Hast du selbst Kinder? Ja, natürlich. Ja, wie viele hast du denn? Ich habe 3 eigene. Ja, schön. Und ich habe 2 Biadoptiv gehabt von meiner letzten Frau. Ja. Aber sehr das ist schön. Groß. Über dich ein bisschen als Privatperson reden wir gleich noch. Jetzt ja. Müssen wir eine ganz kleine Pause machen und sind gleich wieder da, also bleiben Sie dran. Gut. Und wir sind zurück mit Luciano Moral und du hast ein sehr spannendes Leben. Wir haben schon gehört, du hast Picasso kennengelernt, du gibst dein Herz nicht nur der Malerei, sondern auch Kindern. Und mit 15 Jahren hast du dich in eine Artistin in einem Zirkus verliebt und bist mit dem Zirkus mit Kreisen von zu Hause abgehauen. Ja. Wie hieß dieses Mädchen? Weißt du den Namen noch? Elvira. Elvira. Elvira Picard. Ich durfte nur so lange, dass ich in Spanien war, als in die französische Grenze. Ich habe keinen Reisepass gehabt, durfte nicht mitgehen. Und dann musstest du sie ziehen lassen. Dann bist du wieder zurück. Ja. Und dann ist noch die Erklärung von meinem Vater. Mein Vater war stinksauer. Ja, ich wollte gerade sagen, deine Eltern haben sich doch wahrscheinlich Sorgen gemacht. Stinksauer, die waren Ferien in der Schule. Mein Vater war auch schon ein bisschen diktatormäßig. Okay. Auch, ja, also, aber ich bin immer das schwarze Schaf von der Familie gewesen. Immer. Warum? Weil ich habe mein Leben immer gelebt. Ich bin mit 18 einfach weg von zu Hause. Nach Paris bin ich nach Deutschland gekommen. Also haben mir die Liebe nach Deutschland gebracht auch noch. Ja. Mhm. Und ich habe meine Sache immer selber gemacht. Das heißt, du bist ein sehr freier Geist? Immer. Du machst das, worauf du Lust hast? Immer. Aber damit eckt man oft an, mache so viel Sache, dass ich in Deutschland nicht einmal die Kehrwoche mache. Und das im Schwabenländle, gell? Jetzt bist du 70. Ja. Und wenn man jetzt auf 70 Jahre Leben zurückblickt, findest du, du hast alles richtig gemacht und ein erfülltes Leben gehabt? Nee, bestimmt habe ich nicht alles richtig gemacht. Nee. Aber mit Fehlern lernen wir auch. Das ist also, ich bin zufrieden mit meinem Leben, sagen wir so. Das ist doch, das ist schon viel wert, wenn man sagen kann, man ist zufrieden. Ja, ich bin zufrieden, weil ich denke, das ist so, alle Sachen kann man besser machen. Ja, das stimmt. Man lernt ja auch nie aus, genau, gell? Genau, du kannst alles besser machen, aber wichtig ist einfach, dass das, was du machst, ja zufrieden macht. Ja. Aber mein Vater sagt, wenn du irgendwas machst, das du machen willst, das ist kein Problem. Sehr und wenn schön. Ich überzeugt bin, das ist ja, ich will dir heute ein kleines Bild senken zum Beispiel. Du willst mir etwas schenken? Nein! Ja! Der erste Gast, der mir was schenken will. Ja, ehrlich. Und dann, wenn ich das mache, weil ich mache ein Bild, ist okay, bloß ist blöd, wenn ich dir ein Bild schenke und nachher hinterher sage ich, Scheiße, ich hätte das nicht machen sollen. Aber wenn ich überzeugt bin, da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich. Okay, jetzt bin ich aufgeregt. Welches Bild es ist, das sehen Sie gleich. Wir schalten jetzt nochmal ganz kurz in meinen nächsten Beitrag und sind gleich wieder da. Ja. Bis gleich. Klassik läuft! Klassik läuft. Das ist das Motto der Stuttgarter Philharmoniker. 8 von ihnen tauschen in nächster Zeit immer mal wieder ihre Instrumente gegen Sportklamotten. Denn sie wollen am Stuttgartlauf teilnehmen, der am 23. und 24. Juni stattfindet. Stefan, Geige. Und Johannes, auch Geige. Und nochmal Geige, Wolfgang. Ich bin Akiko, ich spiele Bratsche. Ich bin Mira, Cello. Ich bin Beatrice, ich spiele Cello. Hallo, ich bin Emilie und spiele Harfe. Hi, ich bin Arthur. Bass. Ciao. Das Trainingslevel der Musiker ist total unterschiedlich. Einige haben jetzt erst angefangen und viele laufen eigentlich schon immer regelmäßig. Also haben vorher schon andere Marathons oder Halbmarathons gelaufen. Das heißt, es ist jetzt das allererste Mal, dass ihr zusammen lauft?
Ja, jetzt in unserer Gruppe ist es das allererste Mal. Ja, wir sind mal gespannt, was das für ein Chaos gibt. Und wenn Sie nicht gerade sportlich unterwegs sind, sind Sie natürlich musikalisch unterwegs. Und damit Sie mal einen kleinen Eindruck davon haben, wie so ein Training an den Instrumenten aussieht, haben wir Stefan gebeten, ein paar Aufnahmen mit dem Handy zu machen. Also sonst, das sind die Stuttgarter Philharmoniker. Mich hat da noch interessiert, was der größte Unterschied zwischen dem Training an den Instrumenten und dem Training am Stuttgartlauf ist. Training mit dem Laufen ist ja nur Spaß, jeder macht so, wie er will. Mit dem Instrument im Orchester geht das gar nicht. Da macht jeder so, wie der Chef da vorne pinselt und sagt, wo es lang geht. Und jetzt geht's erstmal Richtung Wald. Eine halbe Stunde haben sie sich vorgenommen zu laufen. Und wenn Sie die sympathischen Musiker beim Laufen mal live erleben wollen, dann kommen Sie doch einfach als Zuschauer zum Stuttgartlauf. Denn anfeuern ist ausdrücklich erwünscht. Das ist es geworden. Das kriege ich geschenkt, Luciano. Vielen, vielen Dank. Für mich ist eine Ehre, dass du ein Bild von mir hast. Das ist wirklich mein erstes Geschenk. Vielen Dank, Luciano, dass wir bei dir sein durften und einen kleinen Einblick in dein Leben haben durften. Dein Veranstaltungstipp, so endet meine Sendung immer, bitte jetzt in die Kamera. Also ich kann die Leute empfehlen, da gibt es in Stuttgart seit September letztes Jahr ein ganz tolles spanisches Restaurant, das heißt José y Josefina. Das ist der Name von Vater und Mutter von der Besitzer. Und in diesem Restaurant sind im Moment 17 Bilder von mir und auch schon betrachtet. Essen ist super. Gibt es wirklich nur Spezialitäten auf ganz Spanien. Ganz, ganz, müssen wir natürlich reservieren, aber das ist ein Genuss. Und in Stuttgart West, in die Gutenbergstraße. Und mein Tipp ist, kommen Sie unbedingt bei Luciano Moral vorbei. Wir sind hier in Ditzingen in der Stuttgartstraße 6. Er lebt und wohnt hier und arbeitet hier in seinem Atelier. Und es ist wirklich eine Erfahrung, diesen Menschen kennenzulernen und seine Bilder zu betrachten. Und das ist mein Tipp. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.